Ja, moin moin meine geilen Pokeschnitten, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. Vielen Dank fürs Einschalten und ich muss euch einmal nochmal sagen, ich bin echt überwältigt über die positiven und vor allem vielen Kommentare, die ihr da lasst unter den Videos. Und ich hoffe, es gefällt euch auch weiterhin und ich dachte, ich hätte die Fußspuren eines seltenen Pokémons abgezeichnet, aber hinterher musste ich feststellen, dass es meine eigenen Spuren waren. Vollidiot. Genau, wir können nämlich jetzt hier weiter. Und das ist wichtig, das ist sehr wichtig für uns. Ja, wir können jetzt endlich weiter, weg aus Rosalstadt. Haben wir eigentlich unsere Pokémon, sind die geheilt? Ja. Ja, die sind geheilt. Und hier wird es jetzt Trassler geben. Zu fangen und so. Und das möchte ich eigentlich machen. Und ich habe ja oh, das war jetzt etwas schnell. Ich hatte ja eine dicke Abstimmung laufen. Und auch vielen Dank, dass ihr abgestimmt habt. Und ihr habt, also die Großteil hat halt geschrieben, ich soll alles einfach zeigen. Und ja, viele haben aber auch wiederum in den Kommentaren geschrieben, dass es echt ein bisschen langweilig ist, wenn ich dann alles fangen wollen würde. Das sehe ich auch so ein. Dann würde ich einfach so sagen, dass wir da einen gewissen Kompromiss halten. Jetzt sowas wie Trassler, das würde ich halt gerne wirklich fangen. Ich habe gesehen, dass es eine ganze 4%ige Chance, dass dieses Vieh kommt. Oh, ein Luturzel. Und das können wir auch direkt fangen. Wie gesagt, alles direkt mitfangen. Was wir so kriegen. Oh Gott, Stufe 2 gegen Stufe 8. Da sollten wir mal das Pokémon wechseln. Weil sonst ist das auch nix. Das geht ja direkt kaputt. Also wie gesagt, wenn halt Pokémon kommt, die ich noch nicht gefangen habe, die will ich definitiv fangen. Oh. Ja. Erstauner war Unlicht. Glaube ich. Richtig? Richtig. So, machen wir mal. Ich glaube, Stahl ist nicht effektiv gegen... Ich glaube, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Jawohl, und deswegen überlebt hat. Ich bin ganz erstaunt. So. Pokémon, Beutel, Bälle. Jawohl. Oh, wir bräuchten mal neue Pokébälle. Ich glaube, die gehe ich mal gleich direkt nochmal kaufen. Die habe ich nämlich ganz vergessen. Das wäre ja schlecht. So. Und, jawohl, da haben wir doch unser 6. Pokémon. Das heißt, wir haben unser Team vollständig. Nein, Spaß. Ich werde natürlich da noch ein bisschen was dran ändern. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie ich dieses Pokémon-Team aufstelle. Wasserpflanze ist natürlich auch schon mal ein geiles Pokémon eigentlich. Luturzel soll einige Zeit an Land verbracht haben, aber ins Wasser zurückgekehrt sein, weil das Blatt auf seinem Kopf zu groß und zu schwer geworden ist. Nun lässt es sich auf dem Wasser treiben. Ah ja. Aber Luturzel war noch nie so mein Favorite-Pokémon. Das muss ja auch geil aussehen, sage ich immer. Das ist mir auch nicht unwichtig. So, jetzt gehen wir eben kurz die Pokébälle holen. Also wie gesagt, mein Poké-Team soll aus logischerweise 6 Pokémon bestehen. Und wichtig für mich... Oh, komm, was machen wir denn mal hier? Komm, 10 Stück. Reicht dafür das erste. So. Jawohl, da kriegen wir noch einen Premium-Ball dazu. Ganz toll. Ich weiß gar nicht, wofür die Scheiße da ist. Außer, dass der halt anders aussieht. Ich glaube, das ist gar nichts Besonderes. Pokémon-Team soll so aussehen, dass ich eigentlich gegen jeden Typ eine Effektivität habe. Eine positive Effektivität natürlich. Und dass sich die Typen, die ich in meinem Team habe, nicht überschneiden. Also ich möchte beispielsweise, wenn ich jetzt hier Flamly zu Jungglut und dann zu Logok weiterentwickle, ist es ja ein Feuerkampf-Pokémon, wenn ich mich richtig erinnere. Und deswegen möchte ich beispielsweise nicht ein Kapilz, heißt es glaube ich, bei mir im Team haben, was Pflanzekampf ist. Weil Kampf und Kampf sich überschneiden. Und deswegen möchte ich halt wirklich versuchen, obwohl da ich ja natürlich schon Bimbo im Team habe, was glaube ich nur ein normales Pokémon ist, zumindest 5. Das heißt, 10 verschiedene Typen möchte ich schon haben.
Und da weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht genau was. Wenn ich jetzt Trassler mit reinnehmen sollte, was ich auch gerne, echt wirklich gerne möchte, dann hätte ich schon ein Psycho-Fee-Pokémon. Was, glaube ich, zu... Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Godevoir, keine Ahnung, wie wird denn das ausgesprochen, das Pokémon? Ich weiß das gar nicht. Das ist jetzt quasi so ein bisschen grinden. Eigentlich will ich das gar nicht. Ja, wir können uns ja mal mit anderen Pokémon hier beschäftigen. Weil ich will die eigentlich gar nicht trainieren. Scheiß drauf. Wir bleiben bei unserem Flamely. Ist hier eigentlich noch mehr? Hier, guck mal, hier gibt's noch was. Das ist bestimmt ein Pokémon-Trainer. Na komm. Wer Pokémon dabei hat, gilt offiziell als Trainer. Deshalb musst du jetzt gegen mich kämpfen. Ich fordere dich nämlich heraus. Quasi unser erster Pokémon-Trainerkampf, der normal ist. Der gute Ansgar, der Teenager, möchte jetzt hier sein geiles Zickzacks in den Kampf werfen. Und das kriegt natürlich dick einen über den Latz gezogen. Von unserem geilen Superküken. So, Fäuling. Einfach Glut und weg die Butz. Zack. Jawohl. Was? Ah, direkt verbrannt. Das ist natürlich auch richtig brutal. Das wäre natürlich geil, wenn es hier so Pokémon ab 18 gibt, wo man dann auch die Verletzung sehen würde. Wie es gerade am Verbrennen ist und die Haut verkohlt. Nein, natürlich nicht. Wir spielen ja hier ein Pokémon-Spiel und kein Outlast oder sowas. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Outlast. Mit mir, dem Jay. Vielen Dank fürs Einschalten. Boah, wo bleibt denn hier dieses blöde Trassler? Was ist denn das für eine Wahrscheinlichkeit? Jeder 25. Kampf ist ein Trassler. Das ist natürlich, das stinkt hart. Das stinkt hart. Und in der Zeit wird unser Fäuling immer, immer stärker. Und er lernt schon direkt einen geilen Sandwirbel. Weißt du, immer diese Weichei-Attacken, ja? Wer streut ihm einen Sand ins Auge, da wird direkt Feuer geschossen, ja? Blut. Zack, weg. Sandwirbel ist so eine Pussy-Attacke. Ich hasse das, wenn die Gegner das haben. Das Schlimmste ist, wenn du gegen so einen Sandan kämpfst oder sowas. Es kann nämlich nur Sandwirbel gefühlt. Richtig nervig. Oder Taubsi ab irgendeiner gewissen Stufe. Konnte auch immer Sandwirbel. Blah. Hab ich immer gebrochen und abgekotzt und alles. Super nerviges Pokémon. Oder super nervige Attacke, sagen wir mal so. Weil er niemals getroffen wird. Komm, Trassler. Zeig dich. Mann. Boah, ich sehe das nämlich schon kommen. Das wird gleich bestimmt irgendwann hier auftauchen. Und dann verkacken wir das. Indem ich dann irgendwie ein Glut mache oder das dann zu stark ist. Die Attacken und das dann verrecken wird. Durch irgendeinen ärgerlichen Volltreffer oder sowas. Ja, Leute. Also, wie gesagt, ich würde jetzt sagen, also es wird halt nicht gecuttet, ne? Wir labern einfach über irgendeinen Bullshit. Jawohl! Da ist es! So, jetzt muss ich mich anstrengen. Ein männliches Trassler. Männliche Trasslers waren, glaube ich, nicht so geil. Scheiß drauf. Will ich trotzdem haben. Wird das dann auch zum Godevoir oder sowas? Es kann nämlich auch, wenn es männlich ist, kann man es auch... Kann es auch zu was anderem werden, das weiß ich. Zu irgendeinem Psycho-Kampf-Pokémon. Ich weiß noch nicht mehr, wie es heißt. Ist die Frage, ob das dann auch der Fall sein wird jetzt. Weil ich glaube, man brauchte dafür... Ach krass, es kann nur Eiszahn. Aber Eis war, glaube ich, nicht sehr effektiv gegen. Genau, okay. So, wetten. Okay, jetzt haben wir nochmal den Angriff verringert. Das ist sehr nett von dir, Trassler. Komm. Bitte. Jawohl, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus, Freunde. So, Pokémon, Beutel und Pokébälle. Zack, gib ihn mir. Mehr. Also ich werde jetzt auf jeden Fall einmal dieses Trassler behalten, wenn wir es denn kriegen. Jawoll! Geil.
Und damit hätten wir unser zweites Pokémon für unser Pokémon-Team. Ich hoffe, das geht mit dem männlichen. Schreibt das bitte einmal in die Kommentare, ob das geht, ob das sich zu diesem Feen-Psycho-Pokémon entwickeln kann. Trassler ist jetzt schon ein Psycho-Fee-Pokémon, ist registriert und Trassler hat die Fähigkeit, die Emotionen von Menschen wahrzunehmen. Wenn sein Trainer gute Laune hat, ist dieses Pokémon ebenfalls fröhlich. Jawohl, dann haben wir also dauerhaft ein fröhliches Pokémon. Wie nennen wir dich denn? Tja, wie können wir dich denn nennen? Tja, ich habe noch gar nicht so Gedanken drum gemacht. Wisst ihr was? Wir nennen dich... Schlampi! Du geile Sau. Ein männliches Schlampi. Zack. So, Schlampi wurde in Box 1 gesetzt. Das will ich aber definitiv nicht. Das kommt jetzt in unser Team. So, dafür müssen wir erstmal zurück. Ich habe noch nicht alle Pokémon gefangen auf dieser Route scheinbar. Sonst wird mir das ja, glaube ich, angezeigt werden. Ey. So. Boah, für so ein 4-4 mit Eiszahn ist schon krass. Ist schon nicht schwach, glaube ich. So, was legen wir denn ab? Weg mit dir. Weg mit dir. Ne, Bimbo bleibt bei uns. Weg mit dir. Ne, ich will nicht weiter. Ich will mitnehmen. Ich hätte auch Pokémon bewegen können, ne? Egal. So. Okay. Sehr schön. Wunderschön. So, dann heilen wir uns kurz nochmal, wenn wir gerade schon hier sind. Das nehmen wir natürlich auch mit hier. Zack. Bim, bim, bim. Jawohl. Die wunderschöne Melodie. Habt ihr eigentlich mein wunderschönes My J Will Go On Lied gehört? Ja, Ende der Season. Also letzten Season Folge. Ende der letzten Season Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt keinen krassen Hörsturz. So, Schlampi. Ich will mal gucken, was du kannst. So. Synchro. Brand, Gift oder Paralyse ereilen, auch den verursachen. Das ist aber übel. Es kann nur Heuler. Das ist ja auch super. Oh, es ist Ernst. Ui. Ernst. Ja, es ändert nichts an den Werten. Da ist gar nichts rot oder blau. So, jetzt möchte ich... Also natürlich trainieren und deswegen muss das vorne sein. Da hat man natürlich immer relativ viel Stress, vor allem wenn es nur Heuler kann. Dann kann es nämlich gar nichts. So, komm her. Mein Kollege. Moment, das ist jetzt gar kein Trainer, sondern ein Pokémon. Oh, noch ein Trassler. Komm, bitte sei weiblich. Bitte sei weiblich. Nein! Geil, lass uns zu Tode heulern. Los, Schlampi, Heuler. Ja! Und was passiert jetzt? Wird dieses Trassler mit einem Heuler attackieren? Ja! Oh mein Gott! Das können wir jetzt eigentlich mal ewig so führen, oder? Das wär doch jetzt der Obershit. Wer gewinnt dieses unfassbare Heuler-Duell? Ah, wir schreien uns gegenseitig an, Mama! Oh, wieso ist es denn jetzt schneller? Warum darf es denn schneller heulen als meins? Was ist da los? Schlampi? Streng dich mal ein bisschen an. Warum laufen hier nur männliche Trasslers rum? Das ist doch Kackjes. Das ist so bescheuert. Wir heulen uns gegenseitig die Butze weg. Nee, komm, Pokémon wechseln. Nee, komm, weißt du? Wir lassen das mal Bimbo machen. Das darf auch mal ein bisschen arbeiten hier. Los ran, sonst gibt es direkt eine Schelle. Ja, heul du mal weiter rum. So, Kampf, Tackle. Bups. Jawohl. So. Ja, heul du mal weiter, Kollege. So, was ich auch noch vergessen habe anzusprechen. Ja, ich habe mir so eine kleine Textdatei immer gemacht. Alter. Lese mir die Kommentare durch und dann schreibe ich mir so ein bisschen rein, was ich gerne in dieser Folge ansprechen würde. Und dann möchte ich mich einmal, das habe ich in der letzten Folge nämlich vergessen, bedanken bei Pete.
Denn der hat die Maske gemacht. Also dieses untere mit dem Pizmeet-Ding und rechts jetzt mit dem neuen Alpha Saphir-Bild. Da bin ich nämlich zu dumm für, um das vernünftig schön zu machen. Und wie gesagt, deswegen vielen Dank an Pete. Ja, für die schöne Maske. Ich finde die so echt ganz geil. Und was habe ich noch? Ach ja, genau. Viele hatten auch in der ersten Folge geschrieben, hey Jay, mach doch mal eine Facecam rein. Statt irgendwie diesem Alpha Saphir Bild oder so. Könnte ich natürlich theoretisch gerne machen. Problem der Sache ist, ich gucke auf den 3DS und ich gucke nicht in die Kamera. Und deswegen würdet ihr die ganze Zeit meinen Kopf sehen, meine Haarpracht, meine nicht vorhandene Haarpracht, wie ich auf den Boden gucke. Und das ist natürlich so semi-interessant, sag ich mal. Für eine Facecam, oder? Wenn ich die ganze Zeit auf den Boden gucke. Da sehe ich ja eher so traurig aus und nachher weint mein Trassler dadurch, weil das ja Mitgefühl hat mit Synchro und so. Und nachher, nee, das will ich nicht. Aber eigentlich können wir das ja nochmal fangen, ne? Aber das will ich mit zwei Trasslers. Eigentlich will ich damit gar nichts, außer das Verprügeln mit meinen Tackeln. So, Bimbo. Letzte Attacke. Jawohl. So. Zerstört. Aber richtig zerstört. Oh Gott, wir brauchen echt eine bessere Attacke. Komm jetzt her hier. Ich fange jede Menge Pokémon, jawohl. Was? Das ist gar... Oh Gott, jetzt kommen diese nervigen Wurm-Pokémon-Trainer, Käfer-Pokémon-Trainer. Ah, das machen wir gleich auch richtig kaputt, den Typen. So, jetzt müssen wir erstmal wechseln. Jetzt machen wir das vernünftig hier. Das dauert ja Ewigkeiten, wenn der Bimbo die ganze Zeit kämpfen sollte. Ja, und deswegen alleine will ich schon EP-Teile haben, damit ich halt mit vernünftigen Pokémon spielen kann. Ich würde ja dann auch, wenn denn auch ein Trassler stark genug ist... Oh, nein, das war jetzt ja... Das ist ja egal. Pflanze gegen Wasser, das ist ja... Die negieren sich, ja. Pflanze ist ja... Feuer ist gegen Pflanze sehr effektiv und gegen Wasser nicht effektiv. Und dann ist das wieder neutral. Das ist ja ein Pflanzen-Wasser-Pokémon, das Luturzel. So, komm her. Hoppla, unsere Blicke haben sich getroffen. Das heißt, dass ich mit meinem Käfer-Pokémon gegen dich antreten werde. Welch ein Zufall. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. So, Käfer-Sammler Baldur. Was hat er denn? Ein Wampel. Ja, Wampel haben wir auch, aber das haben wir schon aussortiert, weil langweilig. Die Käfer-Pokémon am Anfang sind alles Schrott. Außer vielleicht Smetbo. Smetbo ist noch cool mit Raupi. So, Schlampi zurück. Und los, Fäuling. Ich hoffe, wie gesagt, dass man dieses männliche Trassler gebrauchen kann. Aber wie gesagt, das schreibt ihr hoffentlich bitte in die Kommentare. Das wäre echt Knorke. Ich muss mal diese Resistenztabelle nebenan aufhaben. Oh, sehr schön. Schlampi erreicht Level 4. Jawohl! Und jetzt können wir uns auch schon wehren mit Konfusion. So muss das. Autsch! Verloren. Ja, du Lappen. Das hast du wohl tatsächlich. So. Oh, was ist das? Warte, jetzt schleichen wir uns mal an. Schleich dich an. Oh, das ist geil. Das ist auch ein ganz seltenes Pokémon. Das ist ein Gewaier. Das war, glaube ich, bei 1%. Richtig geil. Mega selten. Ich glaube, Wasserkäfer oder sowas. Ich glaube, das hat keine weiteren Entwicklungen. Egal, nehmen wir. Wie kann ich das eigentlich hier tauschen? Select oder so war das, ne? Ah, ne, das kann ich außerhalb machen, ne? So, Konfusion. Aua. Jawohl. So, Schlampi. Du machst es. Stachelfinale. Die Attacke habe ich noch nie gehört. Ich habe das Gefühl, dass Schlampi gerade einen über den Latz kriegt. Aber noch eine Konfusion können wir machen und danach fangen wir. Überlebe. Jawohl. So, Konfusion. Zack. Das wird hart, aber ich hoffe einfach mal, dass wir es jetzt gefangen kriegen, sonst verreckt unser erstes Trassler direkt schon, also Schlampi. Komm!
Jawohl! Nice! Richtig seltenes Pokémon gefangen. Gehweier, das ist natürlich echt mega lucky. Vielen Dank, liebes Pokénavi, für diesen wunderschönen Einfall, dass wir dieses Pokémon fangen konnten. Das ist echt ganz schön geil. Wo habe ich denn jetzt schon wieder den Stift hingelegt? Ich verlege den immer. Der liegt doch hier, sollte hier eigentlich vor meiner Nase liegen. Hä? Bin ich doof? Wo lege ich die denn immer hin? Bin ich doof? Ich bin richtig doof. Den habe ich schon wieder zurückgesteckt. Haha. Also, wenn Gehweier Gefahr wittert, scheidet es einen dickflüssigen Sirup aus seinem Kopf aus. Was? I. Es gibt einige Pokémon, die ganz wild auf diesen Sirup sind. Ja, wahrscheinlich so ein bisschen Meth-Sirup oder sowas. Käferwasser. Auch eine interessante Kombination. Ich weiß auch schon, wie ich dich nenne. Und zwar... 4? Finger. Joe. Du bist 4 Finger, Joe. Du hast nämlich 4 Finger, quasi. So. Bums. So, jetzt lege ich den Stift da rechts neben hin, damit ich ihn direkt finde. Geil, und da haben wir schon alle Pokémon gefangen. Ja, ungewollt für diese Route, muss ich ehrlich zugeben. Weil eigentlich war das jetzt nicht meine Intention, hier direkt alle zu fangen, außer Trassler. Mann, was bist du denn? Ich bin einfach zu klein. Ich versinke regelrecht im hohen Gras. Manchmal gerät sogar ein Grashalm in meine Nase. Und... Ja, das tut mir sehr leid. Oh, geil, Bären. Geh weg. Bist du gerade ein Trainer geworden? Gerade erst ein Trainer geworden? Dann sind wir beides Anfänger. Aber du, Freundchen, ich war schon ein paar Mal Pokémon-Meister. Ich habe nämlich die rote und die blaue Edition gehabt. Und da hatte ich bei einer zumindest, ich weiß nicht mehr welche, 150 Pokémon gehabt. Das weiß ich noch. Weil ich habe mir die dann mit meinem Game-Link-Kabel gegenseitig zugetauscht. Weil ich hatte noch keine Freunde und so. Nein, Spaß. Auf jeden Fall hatte ich mir die gegenseitig zugetauscht. Und zusätzlich hat, ich glaube, es war die rote Edition, die ich nachher richtig geil hatte. Dann habe ich mir noch die gelbe Edition geholt. Die habe ich aber nicht ganz, also die habe ich halt durchgezockt, aber da habe ich nicht alle 150 gehabt. Und dann gab es noch die silberne Edition. Und die silberne Edition, da hatte ich alle 250 Pokémon. Das heißt, die kenne ich auch wirklich gut. Und obwohl, ich weiß jetzt mittlerweile nicht mehr hundertprozentig, ob sich irgendwas an den Typen teilweise geändert hat, da es jetzt ja auch Fee gibt und so. Schwalbini, ja klar, Pokémon wechseln. Wir wollen natürlich erst unser Schlampi haben. Du musst ja ein bisschen trainiert werden. Und so ist doch der EP-Teiler viel geiler, wenn ich jetzt einfach mit meinem Dingens weiterspielen könnte, bis Schlampi stark genug ist, um gegen diese Trainer zu kämpfen, oder nicht? Deswegen verstehe ich halt einfach nicht. Es ist stark. Ne, es ist nicht stark genug. Wir haben nur noch so wenig Leben. Deswegen würde. Sonst würde ich Schwalbini wahrscheinlich auch platt kriegen. Mit Schlampi. Schwalbini ist auch cool. Schwalbini ist auch echt ein richtig cooles Flug-Pokémon. Das gefällt mir richtig gut. Weiß nicht, das sieht richtig. So ein bisschen gefährlich aus. Und auch wiederum ein bisschen majestätisch. Obwohl Tauboss auch ein ziemlich cooles Pokémon ist. Gibt es eigentlich Mega-Entwicklungen von? Tauboss oder Schwalboss? Gute Frage. So, Feuerling Level 11, jawohl. Zack, wird immer stärker. Spezialangriff. Spezialangriff heißt, dass sowas wie... diese Gedankenattacken stärker sind und so weiter, ne? Nicht die physischen Attacken. Beispielsweise, gucken wir mal, bei Schlampi müsste Konfusion beispielsweise eins sein, oder? Kurz nochmal zur Abklärung. Warte mal, das kann ich mal kurz tauschen. So. Kann man das denn nochmal nachgucken? Hä? Ach so. Nee. Wie kann man das denn nochmal nachgucken? Was welche Attacke ist? Ah, guck mal, das ist ein anderer Pokéball, der rote. Ja, da oben steht's, ja, da. Ah ja, genau, Kategorie. Kategorie, da ist der Kreis. Das ist so eine, das ist eher eine Spezialangriff-Attacke. Und das hier ist dann eher die, das hier ist eher eine physische Attacke, richtig? Und das hier ist gar nichts.
Wenn das so grau ist, glaube ich. Ne? Wenn ich das richtig sehe. Der Stern ist Angriff. Der steht hier für Spezialangriff. Und das hier, ja, keine Ahnung, für das Graue ist. Einfach, dass das eine neutrale Attacke ist, die halt keinen Schaden irgendwie macht. Und der Verteidigungswert natürlich dementsprechend, wie stark ich gegen Spezialattacken bzw. normale physische Attacken verteidigen kann. So, geil. Die nehmen wir direkt mit. Die Bären. Sinelbären. Der Lehmboden ist wieder weich. Es macht das auch immer so, dass ich die wieder einpflanze. Ich weiß gar nicht, ob das so klug ist oder nicht. Oder ob man die sammelt sich irgendwie. Aber ich sammle die, ich packe die mal wieder gerne rein. Das ist immer fair. Dann haben wir eine gepflügt. Und irgendwann kann ich mir die vielleicht wieder abholen, wenn ich hier nochmal vorbeikommen sollte. So. Wups. Es gibt bestimmt auch irgendwo so ein Dingens, wo man ganz viele davon tragen kann. Hinpacken kann. Hier ist nichts mehr. Okay. Was hier? Blütenburg City. Alles Klärchen. So, dann gehen wir doch nochmal hier und die Alte besuchen. Mein Ziel, immer gewinnen und zum besten Trainer aller Zeiten werden. Und du wirst mir dabei helfen. Hahaha. Ich bin der beste Trainer aller Zeiten, ja? Was bist du denn, ey, Göre Karin? Geh mal nach Hause mit deinem scheiß Zickzacks, weißt du? Dann hol dir erstmal ein vernünftiges Pokémon. Sowas wie Schlampi. Das ist nämlich der Shit, Freundchen. Der Shit. Unbesiegt ist Schlampi. Aber noch unbesiegterer ist Fäuling. So. Ja, tanzen Runde rum, das bringt dir gar nicht. Oh, ein Volltreffer. Oh, ich habe das fast nicht gemerkt. So. Zack, Glut, One-Hit. Ich hoffe, du wirst jetzt deinen Trainer da sein ad acta legen und irgendwas anderes machen, wofür halt so Gören da sind. Weiß ich nicht. Die hat nicht mal eine Nase. Du siehst richtig scheiße aus. Sieht so aus, als hätte ich eher deine Karriere angekurbelt. Oh, vielen Dank für die 80 Pokédollar. So. Wunderschön. Was hier? Oh. Sehr schön, Item. Jawohl, ein Trank. Braucht man. Richtig stark. Dum, 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 Loturzel, blass zum Angriff und Schlampi kommt dazu und wird jetzt ausgewechselt gegen Fäuling. Oh yeah, wir geben ihm hart auf den Arsch. Arsch, Arsch, Arsch mit einer Glutattacke. Yeah, bam, badam, one hit wonder, foi, 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 Fäuling. Und das war's. Auch auf meinem Album Hörsturz. Neben Jay will go on. My Jay will go on. Maike, was willst du hier wieder? Wie läuft's, Jay? Schleißt du dich immer schön an versteckte Pokémon an und benutzt fleißig dein Pokédex-Navi? Nö. Dein Pokédex-Navi reagiert auf Pokémon, die sich in der Nähe aufhalten, wenn du den Suchmodus aktivierst. Das ist wahnsinnig praktisch. Huch! Was kommt jetzt? Das ist neu. Oh, hey, Jay, schau mal. Da. Das ist noch die Weiterentwicklung von Wumpy. Also Wumpel. Papinella oder so, ne? Warum fliegen die jetzt weg? Wie heißen diese Pokémon noch gleich? Papinella, ja, sag ich doch, oder? Am besten schaue ich nachher mal in mein Pokédex-Navi, um sicher zu gehen. Das ist auch schon das Ende von Route 102. Das ging schneller als gedacht. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit eben wie im Flug. Da sieh nur, bis nach Blütenburg City ist es nur noch ein Mauzi-Sprung. Ja, Jay, dein Vater Norman ist dort der Arenaleiter, stimmt's? Ich will ihn unbedingt zum Kampf herausfordern, aber erst, wenn ich ein bisschen stärker bin. Mach's gut, Jay, bis bald. Hau rein, Keule. Und ich würde auch einfach sagen, dass wir in der nächsten Folge dann ab nach Blütenburg City gehen. Oh. Krass, echt jetzt? Warte mal. Und wo?
Such! Wo ist es jetzt hin? Hä? Jetzt ist es ganz weg. Doch. Da. Ist das jetzt echt ein Papinella? Ja, wir haben mal gespannt. Okay. Machen wir noch was länger. Ist das jetzt echt ein Papinella, was man so geil findet? Ja, am Arsch, ein scheiß Luturzel. Verarschen. Kannst du nicht so alleine hier. Bumm, Konfusion. Stirb. Oh, richtig Attacke hier. Oh, Gigasauger. Nein, Schlampi. Es war so schön mit dir, aber du wurdest ausgesaugt. Okay. Nächstes Pokémon rufen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt gibt's eine Schelle. Glut. Das andere brauche ich gar nicht außer Glut. Glut, 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 Glut. So. Unser Pokédex-Navi hat uns irgendwie ein bisschen verarscht. Von wegen hier, ne? Was ist das denn hier? Was habe ich jetzt drauf geklickt? Oh, was ist das denn? Ah, das ist der Pokédex. Ah ja, okay. Der sieht ja crazy mittlerweile aus. Sieht aus wie ein Game Boy Advance. Was ist das, wenn ich darauf klicke? Achso, unsere Pokémon. Ja, ja, super. Da steht auch noch besiegt von Schlampi. Schlampi besiegt. Super. Wie gesagt, Leute, freut euch auf die nächste Folge. Ab nach Blütenburg City geht's. Ich trau mich schon gar nicht hier. Uiuiuiui. Da steht nämlich schon Blütenburg City. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen.